Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lappen. Nein, ich bin nicht tot. Ich hatte nur keinen Bock mehr auf euch und hab mich erstmal für 2 Wochen verpisst. Nach exzessivem Alkohol, Drogen und Nuttenkonsum habe ich wunderbare Laune oder bin immer noch total drauf. Jedenfalls bin ich jetzt wieder bereit, euch Arschlöcher zu ertragen und es geht weiter mit dem Julians Block Battle. Und wenn du denkst, dass ich hier mit die Gnade hab, Papa la Papa, stellt nur das Wahre da. Paradox ist genauso wie Kanakern wegen einer zu schlechten Bewertung rausgeflogen, was ich persönlich sehr schade finde, weil er ein guter Kollege von mir ist, einen interessanten Flow und eine coole Art hat. Aber ihr habt ja eh alle keinen Plan und könnt nur rumhaten und meine Eier lutschen. Der Typ ist etwas Besonderes vom Style und anscheinend ist vielen von euch entgangen, dass er inhaltlich den besten Diss abgeliefert hat, weil er der einzige von allen ist, der mich persönlich kennt und seine sarkastischen Pseudo-Insider-Infos wären bei einem echten Beef ziemlich übel gewesen. Er hat halt keinen Battle-Fun-Track gemacht, sondern einen miesen Diss, der für mich persönlich neben Kiko und Fortune die beste verbale Vergewaltigung von allen war. Naja, egal, kann man nichts mehr machen, aber es ist schon ein klein wenig mysteriös, dass alle Schwarzköpfe außer Ahmed gehatet werden. Wir haben hier doch nicht etwa rechtsradikale Tendenzen oder sowas, oder? Kommen wir zum eigentlichen Thema. Heute gibt's einen Doppelpack, nämlich NCO und TJ. Beide kein unbeschriebenes Blatt. TJ vom VBT, NCO, soweit ich weiß, aus der RBA. Ich finde, dass gerade NCO sich bei der Quali nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Und das ist eigentlich völlig untertrieben. Er hat punchline-technisch absolute Scheiße abgeliefert. Aber es sieht so aus, als würde er damit durchkommen. Die Sache ist die, wir haben hier einen routinierten, relativ brauchbaren Rapper, der sich null Mühe gegeben hat und seinen Scheiß absolut unmotiviert dahingerotzt hat. Wir haben also, weil er gut ist, etwas, das sich gut anhört, aber die absolute Mogelpackung ist. Mit laschen Kack-Punchlines, die ausgelutscht sind wie mein Schwanz. Und wieder ausgelutscht wie mein Schwanzspruch, den ich vor einer Sekunde gebracht habe. Es sind Punchlines, die mich nicht treffen bzw. mich nicht mal ansatzweise gekratzt haben. Und meistens nicht mal auf mich bezogen sind, sondern auf die anderen Teilnehmer. Der Track ist einfach an mir vorbeigeplätschert wie Blutbarm und Jungfern einer Neunjährigen. Warum ich ihn trotzdem hochlade, euch bewerten lasse und analysiere? Ich weiß, dass er es besser kann und wenn ich jetzt ein bisschen Gnade walten lasse, wird er vermutlich gute Runden kicken. Aber der Einlauf musste trotzdem sein. Ihr habt ihm 86 Punkte gegeben, mal gucken, was er von mir noch kriegt. Das Video, die Bildqualität schwankt ein bisschen, draußen ist alles gut, aber drin wäre ein bisschen Licht vielleicht nicht schlecht gewesen. Geht aber alles insgesamt durch mit 4 Punkten. Schnitttechnisch nichts, was einem vom Hocker reißt, kameratechnisch viel Rumgesum und Unschärfe als Stilmittel, alles recht solide und 4 Punkte. Location ist einmal irgendein Zimmer mit einem Nintendo 64, was ich als PlayStation-Kid eigentlich scheiße finde, aber jedem das seine. Manche Menschen haben halt einfach keinen Plan. Ansonsten zugespraytes, verlassenes Häuschen oder sowas. Alles okay, gibt 4 Punkte. Gesamteindruck ist 4 Punkte, macht 16 für das Video. Verständlichkeit ist sehr gut, einer der absolut cleansten Double-Timer von allen. 10 Punkte. Ganz im Ernst, mach mal deine Videos, Hand aufs Herz. Alle Leute, die dich feiern, sind doch gerade einmal 14 Jahre alt und haben immer noch keinen Plan von Rap. Punchline. Ja, wie angekündigt, nur ausgelutschte Scheiße, die älter ist als meine ersten Arschhaare, die der Typ wahrscheinlich beim Schreiben geraucht hat. Keine Line hat mich in irgendeiner Form getroffen, da war nichts Originelles bei. Kommt mir ein bisschen so vor, als hätte er alte Lines recycelt und hingerotzt. Hier und da ein paar Schlagworte wie YouTube, Haftbefehl, Spucks aus, reingedrückt und den Shit recorded. Für den Text hat er maximal eine Stunde gebraucht, behaupte ich jetzt mal. Das gibt 2 Punkte für Punchlines. Ja, rastet jetzt alle ruhig aus, aber gebt euch den Track nochmal, ignoriert, wie gut das alles klingt und vergleicht nur den Inhalt mal mit den anderen Leuten. Bei der Technik gibt es kaum etwas zu meckern, Reime haben durchschnittlich 4 Silben, kaum Zweckreime drin, gibt 9 Punkte. Flow. Ja, flown tut er wie ein großer, total sauberer Double Time, eigentlich der beste bis jetzt, abwechslungsreich gerappt, gibt 9 Punkte. Stil, ja, ich weiß nicht, er ist ein brauchbarer Rapper, aber der Diss geht total an mir vorbei und der Typ ist mir zu identitätslos, das ist alles sehr oberflächlich und hingeschissen, viel zu unpersönlich. Er überzeugt nur dadurch, dass sich das alles ganz gut anhört, aber da kommt trotzdem nicht viel rüber. Ich gebe mal 8 Punkte, weil ich ihn nicht zu doll runterziehen will. Die Hook. Ihr seid gar nix, bevor ich Features mit euch mache, geh ich in Titanic. Leute, du bist Italiener, dein Arsch, auch wenn's witzig klingt, ist wie euer Fußball, 11 Männer stecken hinten drin. Ihr Schipanik, ihr seid gar nix, bevor ich Features mit euch mache, geh ich in Titanic. Leute, du bist Italiener.
Italiener, dein Arsch, auch wenn's witzig klingt, ist wie euer Fußball. 11 Männer stecken hinten drin. Ja, die Hook geht total in Ordnung, finde ich. Ich finde das cool mit Titanic und dem 3D dahinter. Auch wenn ich nicht ganz peile, was er gegen den Film hat. Damit kriegt man doch jede Dose auf. Man muss nur seinen Move machen, bevor der Lappen am Ende abkratzt. Und dann passt das aber. Ich schweife hier schon wieder ab. Auch das geht in Ordnung. Ist jetzt kein absolutes Glanzstück und geht einem bestimmt nach dem 10. Mal auf die Eier, aber ich gebe mal 9 Punkte. Qualität. Da gibt's auch nichts zu meckern. Klingt alles vernünftig, komprimiert und gemischt. 9 Punkte. Extrapunkte. Ja, ich finde es scheiße, dass er sich beim Text keine Mühe gegeben hat. Da bin ich ganz ehrlich. Das sieht nach einem Spontanerguss aus. Wie gesagt, ein brauchbarer Rapper, der viel mehr kann, als er hier bringt. Wegen den sauberen Double Times und weil er halt normalerweise besser ist, gebe ich ihm mal 6 Punkte extra drauf. Aber dass das hier keine übergeile Quali ist, müsste eigentlich jedem klar sein. Macht 78 Punkte von mir und zusammen mit euren 86 macht das 164 von 200 möglichen. Kommen wir zu TJ. Ihr habt ihm 78 Punkte gegeben. Er hat nur einen 16er und Hook abgeliefert, was von mir direkt 2 Punkte weniger bedeutet. Das Video. Ich spare mir mal die Einzelheiten. 14 Punkte. Ich finde das mit den strahlenden Augen total affig. Die Bildqualität schockt mich nicht wirklich an. Der Schnitt geht grundsätzlich klar und der Gesamteindruck ist Durchschnitt. Aussprache alles top. Verständlich und eine geile Stimme, muss ich mal dazu sagen. Stimmlich ist der Typ ganz vorne mit dabei, finde ich. In der Hook ist ein bisschen Singsang, aber männlich und irgendwie rau und kratzig. Aber dazu komme ich später noch. Gibt 10 Punkte. Punchlines. Eine finde ich sogar ziemlich geil. Pedro Dürre, halb deutsche, halb italienische Scheiß-Südsee-Schlampe, will ich Lauch, geh ich zum vietnamesischen Gemüsehandel. Vor allem der Reim ist auch krass. Italienische Scheiß-Südsee-Schlampe, vietnamesischen Gemüsehandel. Auch wenn vietnamesisch und italienisch leicht zweckmäßig ist. Es gibt ein bisschen mehr Gegnerbezug als bei NCO, aber seine Zeilen sind etwas zwielichtig. Wir haben absolut wacke Scheiße. Ich hinterlass dir Brüche, Schmerzen und kein Stückchen Ehre. Ich mach sauber, polier dir die Fresse, bevor ich dir arrogant den Rücken kehre. Versuch. Und wir haben brauchbare Lines. Ich mach dir Dampf, die Stoppuhr zählt. Ich mach mein Textblatt per Denkkraft zum Sprengsatz. Dein Contest wird zum Bang-Bass. Jeder dieser Rapper bleibt ein mieser Wurm, nur Pina. Sein titelloser Niemand. Auch nach dem Turnier sind sie nicht gerade bekannt wie der schiefe Ton von Pisa. Seine Technik scheint sehr gut. Die Reime haben viele Silben. Aber er trickst extrem krass. Tonne, hiernach du Trollbe, harter, mieser Drecksack. Du Trottel und Lude, bist du voll im Arsch wie beim Geschlechtsakt. Besoffene Schwule. Drecksack, du Trottel und Lude, Geschlechtsakte, besoffene Schwule. Die Punchline ist derbe billig, der Reim hat viele Silben, aber Drecksack, du Trottel und Lude, das ist eine Wortkombination, die total verbastelt ist, damit es sich auf Geschlechtsakt, besoffene Schwule reimt. Das ist ein 8-silbiger Zweckreim. Er hat es einigermaßen kaschiert, indem er das Gebastelte an den Anfang gepackt hat, aber das macht es nicht weniger Zweck. Ich gebe bei Technik 8 und bei Punchline 7 Punkte. Flow und Stil finde ich cool, gibt jeweils 9 Punkte. Die Hook kriegt 10, weil ich die Stimme total feier und das einfach geil klingt. Julian, das hier ist die Apokalypse, dieser Jay. Besieg dich mit dem Schlachtruf vernichtend, okay? Und es geht in dich rein wie Stoff von Heronadeln. Ich bin auf Seele, Regen wie ein Schiff voll Playboy-Hasen. Julian, das hier ist die Apokalypse, dieser Jay. Besieg dich mit dem Schlachtruf vernichtend, okay? Was willst du machen gegen Jagers Teufelsrunde? Seelsorge hier noch. Therapeutenstunde. Qualität 9 Punkte, sehr sauber. Extra Punkte auch 9, wegen der Stimme, dem generellen Sound und weil er irgendwie cool rüberkommt. Macht 83 Punkte von mir und mit euren 79 macht das 162 für TJ. Und damit sind wir endlich durch mit den Qualifikationen und dem Beat, den mittlerweile kein Mensch mehr hören kann. Im Moment sieht die Rangliste folgendermaßen aus. Kiko und Fortune relativ weit vorne, der Asiate, Ahmed und MG im Mittelfeld, Lacris, NCO und TJ bilden das Arschende. Kaya Jin eigentlich noch ziemlich dicht mit nur 5 Punkten hinter TJ und Salvatore ist der Beste von hinten. Disqualifiziert sind Paradox und Kanakan wegen unterirdischen Bewertungen eurerseits. Ihr könnt noch bis zum 21.05.24 Uhr abstimmen, mal gucken, ob sich bis dahin noch irgendetwas tut. Ansonsten haben wir unsere 8 Teilnehmer zusammen. Demnächst erzähle ich euch dann noch, wie es weitergeht und ach ja, die Leute, die sich nicht für das Battle interessieren, müssen sich gedulden. Ich bin zwar göttlich, aber nicht Gott und kann nicht alles Mögliche auf einmal. Das Battle ist im August zu Ende und ich habe noch etwas Größeres geplant. Freut euch schon mal auf den 11. September, da habe ich ein kleines, ach, nennen wir es doch einfach Attentat auf Deutschland vor. Das könnte einschlagen wie eine Bombe. Seelsorge, hiernach brauchst du selbst eine Therapeutenstunde.